Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Multiplayer. Heute hier gegen ein Terraner. Wir sind immer noch in der Protoss-Aufnahmesession. Das heißt, ich bleibe aktuell bei Protoss. Denn Blizzard will es mir nicht geben. Zumindest nicht in den letzten beiden Aufnahmesessionen. Deshalb heute mal in der Protoss-Only-Edition. Wobei man zugeben muss, dass es bisher nicht so ganz so gut läuft. Muss einfach wieder mehr spielen, aber um ehrlich zu sein, fehlt mir dazu auch massiv die Motivation aktuell. Das kann ich nicht anders zugeben. Also wenn ich das Ganze nicht aufnehmen würde, würde ich aktuell auch kein StarCraft spielen. Ja, mache ich lieber aktuell andere Sachen, muss ich zugeben. Aber so ist das manchmal. Man ist manchmal in so einer Phase, wo StarCraft nicht mehr so das Beste für einen ist. Aber das kommt immer wieder, das kenne ich schon. Von daher werde ich mich davon nicht unterkriegen lassen. Wollen wir überhaupt scouten? Ja, wir scouten auch schon, ne? Übrigens auch sehr interessant angefangen mit meinem Baustil hier. Das gebe ich zu. So, aber da wir eh keinen Dingens da brauchen, ist das eh egal. Kein Wall-In, meine ich natürlich. So, es ist ein relativ spätes Scout von mir. So, er kommt allerdings auch gescoutet. Heißt, wir bauen mal gerade keine Probe mehr, sondern nehmen jetzt direkt den Nexus. Kommt denn hier so? Wird wahrscheinlich ein Reaper kommen. Das Ding schnell. Und wir brauchen hier unten einmal peilen. Schnell. So, da kommt die Echse von ihm. Natürlich nett. Ha! So, können wir noch ein bisschen WBF nerven lassen. Nee, nicht stehen bleiben. Da ist jetzt der Reaper. Wenn er nicht stehen geblieben wäre, hätte er es geschafft. Da bin ich mir sicher. Ja, sicher bin ich wieder nicht, um ehrlich zu sein. So, Stalker, komm mal jetzt bitte schnell. Wir brauchen nicht uns vor diesem bösen, bösen Reaper zu verteidigen. Da ist er. Sieht gar nicht so schlecht aus. Da haben wir ihn nämlich eingesperrt, den Guten. Dritten Stalker. So. Hier ist noch ein falscher Waypoint und dann heißt es jetzt Gates bauen. Das ist mir ja in den letzten Folgen nicht so gelungen. Ich darf auf jeden Fall erstmal zwei weitere Gates haben. Dann in einem relativ zeitnahen Schritt nochmal mindestens zwei weitere mehr. Jetzt Blink. Ich öffne sehr gerne inzwischen mit Blink. Habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt. So, ihr sagt eins. Sonding. Dann ist sie gleich hoffentlich rechtzeitig. Wir werden sehen. Warp geht durch, um hier zwei Stalker zu warpen. Können uns jetzt, wie gesagt, nochmal die zwei weiteren Gates. Eben auf 3 hier zur Zweierverteidigung erhöhen. Und dann brauchen wir vorne auch noch einen dritten. Und jetzt brauchen wir Pylons. So. Eigentlich
habe ich inzwischen gehört, muss man das Raptor spielen. Den Storm ist zu gut konterbar. Aktuell mit den Ghosts. Wir machen das aber trotzdem nicht. Denn da fühle ich mich nicht wohl mit. Natürlich ärgerlich, dass das jetzt so schnell ging. Das sieht mir sehr nach Mech aus. Gönnen wir uns mal gerade das. Und ein zweiter Robo. Gibt's halt doch Disruptor im Zweifelsfall. Und ansonsten Immortals. Steht. Schade. Ja, sind auch einige Marines mit dabei. Nice. Nicht so. Also es wird kein Mech werden. Nur mit Tank Support einfach. So, wir brauchen selber auch eine Drille. Ah, Chance ist leider, dass da was steht. Ist aber nicht der Fall. Long Distance meint er. Das heißt, er fliegt auf jeden Fall rüber. Das heißt, seine Ritte ist schneller als meine. Er hat schon Vikings, ne? Nehmen wir mal keine Kolossal. So, und ich würde jetzt ganz gerne einmal Fortress bauen. Da kommst du echt nicht hin. Oh, da kommt so ein Pushliner. Ha? Ich weiß gar nicht, dass sie noch stehen. Brauchen auf jeden Fall Storm. Oh, den habe ich gesehen, den Drop. Hier mal ein bisschen mehr ab. Ich weiß nicht, ob er das. Ich hab schon wieder zu wenig Gates. Das gibt's doch nicht. Immortals, die sind nämlich echt stark. Dann bräuchte man jetzt auch gleich eine vierte. Meine Main ist gleich leer. Gleich Supply blockt. Das ist auch nicht gut. Hier die Echse. Brauchen wir nochmal hier zwei Pylons, hier einen Pylon und hier einen Pylon.
das wird wohl nicht klappen. Ist auch nicht so viel. So. Ein neues War Prism. Das ist jetzt so teuer, das ist auch echt eine Frechheit. Natürlich habe ich jetzt das falsche Krone boostet, weil das andere noch nicht da war. Ärgerlich. Euer Denken gleich dem meinen. Erleuchtet. Oh, schlecht. Ich bin hier in Kassar, die Templar. In Einigkeit. Ihr erklärt euch. Ich nahm euren. Ich füge. Mineralienfeld erschöpft. Ja. Natürlich sind die hier nicht gelaufen. Hallo, ihr da! So. So. 2-1 hat er. Ich habe nicht mehr so viele Minerals, leider.
Ein Storm? Nein. Brauchen schon wieder mehr Gates. Oh, da kommt er. Oh, 180 Liberator später. Stormt doch! Warum stormen die denn nicht? Auch wenn das mit den Storms zwischendurch ein bisschen schwierig war, haben wir es dann doch geschafft. Ja, ich denke, Arbeiteraktiv hat es dann letztlich rausgerissen, denn wir haben ihm ja seine dritte, auch wenn er eine vierte bemeint hat, aber seine dritte zerstört, zumal das ein Orbital war oder durch weniger Mules hatte. Ich würde gerne eigentlich mal wissen, ob er noch eine fünfte oder so weit hatte. Schwierig zu beauurteilen gerade. Upgrades war auch gut bei uns, also da war er, gezwungenermaßen nur auf 1-2, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er noch 2-2 durchgekriegt hat früh genug, aber wir haben ja seine Engineering Base zerstört. Naja, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken und jetzt erstmal von mir einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.